Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von unserem Lieblingsstrafverteidiger Phoenix Wright. Und ich lege auch gleich mal los. Wir haben ja nur 10 Minuten Zeit. Also, Sie beantworten jetzt meine Frage, Mann. Woher wussten Sie, dass es eine Uhr war? Genau, sag mal. Was, das ist eine Uhr? Das habe ich doch gar nicht gewusst, Mann. Weil ich sie gehört habe. Wie kannst du die gehört haben? Das kann doch gar nicht sein. Was? Die hat die Uhrzeit dann gesagt. Das kannst du doch nicht gegenüber hören, oder was? Waren Sie mal in der Anwaltskanzlei? Nein, war ich nicht. Warum sollte ich da hingehen? Hab sie im Hotelzimmer gehört. Ja, wie jetzt im Hotelzimmer gehört? Verstehe ich nicht. Aha. Ach so. Nun, Herr White, sind Sie jetzt zufrieden? Nein, bin ich nicht. Nein, euer Ehren, ich kann jetzt nicht aufgeben. Ja, das denke ich aber nur. Ich bin nicht zufrieden, denn sie kann das nicht gehören. Es kann nicht geklingelt haben, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Was war das? Ich schaue mir nochmal die Gerichtsakte an. Sieht aus wie eine Statue, ist aber eine Uhr von Larry Butz gemacht. Ja, wunderbar, das weiß ich jetzt. Mehr Infos haben wir nicht. Es kann nicht geklingelt haben. Mal sehen, ob es richtig war. Es war völlig undenkbar, dass die fragliche Uhr klingelte. Sie ist leer, sie ist defekt. Die Batterien sind leer, sie ist defekt. Behaupte ich. Oh, er glaubt. Scheiße. Oh, oh. Bitte untersuchen Sie die Uhr. Oh. Sehen Sie etwas Interessantes, euer Ehren? Sehen Sie was? Nun, ich würde nicht defekt sagen, aber ich bezweifle, dass sie funktioniert. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Sie ist ganz leer. Na, siehste, habe ich doch gesagt. Ist doch sozusagen defekt, oder? Ja, das wüsste ich auch gerne. Die Uhr war leer. Sie hätte nicht läuten können. Deshalb ist diese Zeugin eine dreiste, fette Lügnerin mit dicken Puschen. Fett bin ich doch gar nicht. Nun, Frau May, sag mal. Oh, 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 oh. Ja, Edgy-Poo. Was ist los? Ach, was soll denn das jetzt? Oh, oh. Er wusste es. Scheiße, warum? Was denn? Warum kann sie nicht läuten? Oh nein. Ja, da hat er schon war. Scheiße. Nun, Herr White, können Sie beweisen, wann das Uhrwerk entfernt wurde? Oh mein Gott, scheiße. Können wir das beweisen? Ich kann's beweisen. Edge Gable L. Was hier? Phoenix? Sag nichts Unüberlegtes. Ja, nun, ich habe Ihnen zugehört und nun zeige ich Ihnen Ihren heißgeliebten Beweis. Oh, oh. Oh. Der Beweis für den Zeitpunkt, an dem das Uhrwerk entfernt wurde, ist... Ach du Kacke. Puh. Haben wir nur die Sachen? Aha. Wir prüfen mal eben. Mia, was gibt's? Du hast dich hier lange nicht mehr... Nun, ich möchte dich bitten, etwas für mich aufzubewahren. Schon wieder? Was ist das diesmal? Das ist das Gespräch. Das ist eine Uhr. Ja. Das ist gut, das ist gut, das ist es. Musste das Uhrwerk rausnehmen, tut mir leid. Ja, das sind also die Beweismittel. Ja, das ist es, das werden wir präsentieren. So, bitte, hier, hasch es. Sehen Sie sich das an! Das ist ja ein sehr niedliches Handy. Ja, gell? Sie haben ein Girly-Handy, Edge Gable, und sind doch ein Junge. Moment mal, das ist nicht mein Handy, ja? Das ist das Handy der Angeklagten und es enthält eine Aufzeichnung. Yeah. Gespräch mit dem Opfer am Tag des Mordes. Hola, rö, dö, dö. Yeah, yeah, yeah. Wir haben es. Oh, 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 oh.
Schaut ihn euch an. Er hätte mal besser ausschlafen sollen. Tja. Ja, oh oh. Der gute Inspektor sollte besser an seine bald fällige Beurteilung denken. Oh 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 oh. nicht wirklich. Sie haben mein Mitgefühl. Nicht wirklich. Miles Boy. Milesy Boy. Spielen Sie das Gespräch ab. Piep. Du möchtest also, dass ich den Denker für dich aufbewahre, oder? Wenn es dir nichts ausmacht. Oh, ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Das ist es. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Da ist es. 5. September. Yeah. Euer Ehren, diese Aufnahme beweist, dass das Uhrwerk bereits entfernt worden war. Und dies wurde am Mord aufgezeichnet, noch bevor die Zeugin im Hotel ankam. Genau! Tja, Frau May, bitte erklär das mal dem Gericht. War er jetzt gewusst, dass die Waffe eine Uhr ist? Hä? Schieß los! Wieso ist es offensichtlich? Hä? Gerade eben hast du behauptet, du hättest sie nicht schon mal gesehen. Ich gehe in so viele Läden. Wö. Die Zeugin hat sie also zuvor schon mal gesehen. Das würde alles erklären. Hat die Verteidigung etwas einzuwenden heute? Ja. Ja, sie kann sie nicht schon mal gesehen haben. Wisst ihr noch? Butz hat sie doch spezial angefertigt. Dann zeigen Sie es uns. Liefern Sie bitte den Beweis, dass die Zeugin die Uhr zuvor noch nie gesehen hatte. Ja, das ist die Uhr selber. Von Larry Butz gemacht. Oh, bin ich heute gut. Die war nie in einem Laden. Ein Freund von mir hat diese Uhr gemacht. Gibt nur zwei davon auf der ganzen Welt. Es sei denn, er hat sich an dich auch noch rangemacht. Unmöglich! Alles gibt es in Geschäften zu kaufen. Ja, hast du eine Ahnung. Das ist echte Handarbeit. Japanische. Nee. Ach ja, heute keine Ausrede im Angebot? Nix. Oh oh. Was geht jetzt mit ihr? Das Herz hat sich umgedreht. Jetzt wird sie aber sauer. Schweinebacke, ey, jetzt wird sie aber echt beleidigend. Die hat keine Bedeutung, ey, Mann, ey, klar, Mann. Sie was? Sie soll dafür sterben. Stirb. Oh, oh, jetzt wird sie aber echt sauer hier. Oh, oh. Boah, ey. Jetzt lassen wir mal schön die Chöre im Dorf. Dies ist ein Gerichtssaal. Und die Zeugin wird sich ruhig verhalten. Duzi, duzi. Ich bin wohl etwas ausgetickt. Glaube ich zumindest. Oh, beängstigend. Da hat er wirklich recht. sagen Sie, woher wussten Sie, dass die Waffe eine Uhr war? Oh, oh. Oh, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich jetzt tot. Also Phoenix wäre tot. Okay, jetzt geht's los. Ja, euer Ehren, lassen Sie mich erläutern, was sich da abgespielt hat. Oh nein, bitte, sag nicht solche Sachen. Frau April May, Sie wussten, dass die Waffe eine Uhr war, denn... Oh, das ist jetzt aber schwer. So. Aber sie hatte gehört, dass es eine Uhr war. Hä, wie jetzt? Richtig, euer Ehren, echt jetzt wie denn? Sonst hätte sie nicht wissen können, dass der Denker eine Uhr war. Und ich kann es beweisen. Aha, und wie? Dann lassen Sie es uns. Ja, super. Beweis mal alleine, Phoenix. Oh. Die Wanze. Ach so. Müsste er dann. Das ist. Die hat das Gespräch abgehört, oder? Dass die Zeugin gehört hatte, dass die Waffe eine Uhr ist. Mache ich jetzt mal. Das Handy der Angeklagten. Ja, das hatten wir schon. Hören Sie sich erneut das Gespräch der Angeklagten mit dem Opfern.
Mia, was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Nun, ich möchte, dass du etwas für mich aufbewahrst. Schon wieder, was ist das denn diesmal? Es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie diese Statue, genau. Jo, das hat sich doch jetzt gerade echt... So, an dieser Stelle mache ich Stopp. Sonst überziehen wir noch und sage, sei das nächste Mal wieder dabei, wenn wir den rätselhaften Mord von Mia Faye aufklären. Bye bye, ciao ciao, adiamos. Der guckt echt behämmert.